Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Mimis Küchenwelt. Wir haben uns heute überlegt, dass wir zusammen Apple Crumble machen. Das ist ein super leckerer Nachtisch und der lässt sich ganz schnell zubereiten. Für den Apple Crumble brauchen wir Äpfel, Vanilleextrakt, Zitrone, ein bisschen Zucker, ein bisschen Speisestärke und dann als Gewürz nehme ich Zimt und Spekulatiusgewürz. Dann gehen wir zu den Streuseln. Dafür brauchen wir Mehl, weiche Butter, Zucker, eine Prise Salz und etwas Zimt. So, die Äpfel werden geschält, entkernt und in gleich große Würfel geschnitten. Die sollten ungefähr so groß sein. Das ist nämlich wichtig, damit die nachher alle durch sind, also alle gleichzeitig gar sind. Wenn alle Äpfel geschält und in Würfel geschnitten sind, kommt etwas Zucker dazu. So zwei Esslöffel. Dann kommt Zitronensaft. Dann die Gewürze und die Speisestärke. Wenn ihr keine Speisestärke habt, könnt ihr auch Vanillepuddingpulver nehmen. Gerade so wirklich ein, zwei Teelöffel. So, etwas Vanilleextrakt. Und dann wird das Ganze vermischt. Wenn alles miteinander schön vermengt ist, dann geben wir in eine Auflaufform das Ganze. So, und jetzt machen wir die Streusel. So, ich habe jetzt alle Zutaten reingegeben, also sprich Mehl, Zucker, Zimt, Salz und die weiche Butter. Und das Ganze rühren wir mit dem Rührhaken von dem Rührgerät, nicht Knethaken. Und wer mag, kann zum Beispiel Mehl, einen Teil des Mehles ersetzen durch Mandeln oder Nüsse. Je nachdem, was man mag, das geht auch. Aber wir mögen das so. So, dann machen wir mal Streusel. Schau mal, haben wir nicht schöne Streusel. So, die fertigen Streusel kommen oben drauf. So, bei uns immer mit extra viel Streusel. Weil wir lieben das, gell? So, das Ganze wandert jetzt in den Backofen, also vorgeheizter Backofen, 200 Grad, Ober-Unterhitze. Und wie lange das genau dauert, sage ich euch dann nachher. So, wenn hier der Saft so rausblubbert, ich weiß nicht, ob man das sieht, dann ist der Apfelcrumble fertig. Sieht man sehr gut. Ja? Also daran erkennt man es, weil je nach Apfel oder Form dauert es mal länger, mal kürzer. Jetzt bei uns hat es jetzt 35 Minuten gedauert, aber daran am Außenrand kann man es erkennen.
So, ihr Lieben, das war unser Apple Crumble. Der lässt sich super schnell und einfach zubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, Daumen nach oben, Abo dalassen und besucht uns auf Instagram. Bis dahin, eure Mimi und Marco. Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.